nous déclarons Lumière. Le Festival de Cinéma de Lyon, yeah! In Lyon hat das Lumière Festival begonnen, ein einzigartiges Filmfest, das die gesamte Bandbreite der Geschichte des Kinos würdigt. Gezeigt werden sowohl klassische als auch zeitgenössische Filme. Es ist ein wichtiger Treff der ganzen Kinobranche. Als wir dieses Filmfest ins Leben gerufen haben, in der Heimat der Brüder Lumière, den Erfindern von einem der ersten Kinoprojektoren, da war klar, dass wir uns sowohl mit Filmgeschichte beschäftigen werden, als auch etwas für die breite Öffentlichkeit bieten müssen. Und natürlich auch für die Künstler, die zu uns kommen können und manchmal lieber über die Filme anderer reden als über die eigenen. Das Festival lockt auch in diesem Jahr Stars aus Hollywood nach Lyon, etwa den vor 2 Jahren mit einem Ehren-Oscar ausgezeichneten Donald Sutherland. Fantastisch, ich mag die Idee hinter diesem Festival. Ich liebe es einfach, hier zu sein. Oder Marisa Paredes aus Spanien. Ich präsentiere den Film Fargo von den Coen-Brüdern. Die jungen Leute müssen wissen, wie alles angefangen hat mit den Brüdern Lumière. Und sie kommen zurück zum Film. Ebenfalls dabei der mehrfach ausgezeichnete Autorenfilmer und Schauspieler Xavier Dolan. Dieses Festival leistet gute Arbeit. Ich komme hierher, um Filme anzusehen und sie zu präsentieren. Es gibt keinen Wettbewerb zwischen den Filmen oder den Schauspielern. Es ist alles sehr persönlich und intim hier. Und ist gleichzeitig immer wieder eine Art Klassentreffen der Filmindustrie, etwa beim letzten Festival mit Hollywood-Stars wie Clint Eastwood, Quentin Tarantino und Jane Fonda. Der Preis Lumière 2019 geht an Francis Ford Coppola, dem Regisseur von Der Pate. Coppola wird die Auszeichnung am kommenden Freitag in Lyon entgegennehmen. Das Lumière Festival ist mit großem Tamtam gestartet. Eine ganze Woche Festivitäten werden folgen, mit hunderten Vorführungen und zahlreichen Stars. Der Höhepunkt, die Auszeichnung von Francis Ford Coppola. Le Prix Lumière à Lyon pour Euronews, Frédéric Ponsard.